Sie sind Josef Bauer, Sie arbeiten bei der BayWa und sind bei der Pflanzenbauberatung. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre mein Feld. Und inwieweit würden Sie mich denn da beraten? Wir verkaufen Produkte und wir verkaufen aber auch das Know-how und die Beratung zur optimalen Anwendung dieser Produkte. Denn das Ziel ist, dass die Kunden bei uns nicht einfach Dünger kaufen, Saatgut kaufen, sondern wir können ihnen sagen, wie sie die Produkte, die sie bei uns kaufen, so einsetzen, dass sie auch selber optimal wirtschaften. Wie schafft ihr es dann jetzt hier quasi das wirklich optimal zu steuern, dass in jeder Ecke des Feldes das Richtige hinkommt? Dazu haben wir eine ganz interessante Technologie. Das sind Satellitenkarten, Fernerkundungskarten, die uns Informationen liefern über die Ertragsfähigkeit einer Fläche. Es ist ja nicht so, dass eine Fläche auf einem Hektar absolut homogen ist und immer die gleichen Erträge liefert, sondern es gibt Unterschiede. Es gibt in einer Fläche drin Zonen mit höherem Ertragspotenzial und es gibt Zonen mit niedrigerem Ertragspotenzial. Das heißt, da wird ja dann auch wirklich hier die Landwirtschaft digitalisiert, ist das richtig? Ja, Digitalisierung heißt eben, diese Vielfalt an Inputdaten, die wir zur Verfügung haben, miteinander zu kombinieren und dann in einer Beratung zu einer optimierten Anwendung zu empfehlen. Warum ist das so wichtig für die Landwirtschaft? Der Pflanzenbau steht im globalen Wettbewerb. Wir haben globalisierte Märkte, einen enormen Wettbewerbsdruck und auf der anderen Seite bei uns natürlich eine hohe Bevölkerungsdichte, hohe soziale Standards, hohe Umweltanforderungen. Das heißt, wir können nicht beliebig Düngemittel und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Wir brauchen intelligente Technologien, um die Ertragsfähigkeit zu halten und trotzdem den Input nicht überdimensional zu steigern. Und wie genau differenziert jetzt dieser Trecker gerade auch im Zusammenhang mit diesen Satellitenbildern die Aussaat? Der Trecker hat ein GPS-Signal, das heißt, er weiß genau, an welcher Stelle er im Acker ist. Und er hat eine Karte hinterlegt, wie viele Körner pro Quadratmeter Aussaatstärke er säen muss. Mal 7, mal 8, mal 10, mal 11. Okay. Und in dieser Spannweite variiert diese Maschine die Aussaat hier beim Mais. Und Sie sitzen, haben Sie eigentlich auch selber eine Landwirtschaft? Ich habe auch selber eine Landwirtschaft und sitze gelegentlich auch selber auf so einem Fahrzeug. Würden Sie mir zutrauen, das auch mal zu machen? Mit der entsprechenden Anleitung wäre das, glaube ich, kein Problem. Okay, dann wende ich mich mal an einen Technikmitarbeiter, der dabei war. Herzlichen Dank, Herr Bauer. Danke.